Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Haus der tausend Türen, Familiengeheimnisse. So, meine Lieben, wir haben den dreieckigen Schlüssel gefunden. Damit gehen wir jetzt direkt mal in den Keller. Und dann schauen wir einfach mal, was da in dieser Schublade dann drin ist. Oder in dieser Klappe. Und wo es dann weitergeht. So, wo war denn nochmal der dreieckige Schlüssel? Hier unten, ne? Genau. Ich brauche etwas, mit dem ich diesen Sack aufschneiden kann. Ah, Vogelfutter. So, gut, dann können wir das Vögelchen füttern. Das ist doch auch schon mal schön. Ich habe das Gefühl, das Spiel wird diesmal nicht so lang sein wie True 4. Ich habe das Gefühl, das hier wird kürzer sein. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Huch, ich wollte ja gar nicht raus. Vor allem, es gibt ja noch einen zweiten und einen dritten und einen vierten Teil. So, eine Palette. Eine Palette? Was für eine Palette? So eine Malerpalette oder eine Palette? Oder was ganz anderes? Boah, meine Nase kribbelt. Ich glaube, ich muss gleich niesen, ey. Also wenn ich dann still sein sollte, dann wisst ihr Bescheid. Dann musste ich mich muten zum Niesen. So, also was für eine Palette brauchen wir denn jetzt? Ich weiß es nicht. Was? Der antike Kuckucksuhr, fehlen die Zeiger. Ah. Hier sind die Zeiger. Kuckuck. Sehr schön. Okay, was brauchen wir noch? Was brauchen wir noch? Was brauchen wir noch? Wir brauchen eine Libelle. Die habe ich gerade gesehen. Da. Pferd. Da. Buchstabe X. Da ist ein S. Geht das auch? Nein, natürlich nicht. So, Auge. Was haben wir hier? Elefant. Da. Glocke, Gewicht. Immer diese Gewichte. Immer diese Glocken. Könnte aber auch im Schrank sein. Mal schauen. Okay. Ach, das war das X. Das sah aus wie ein Pflaster. Tja, okay. Hier haben wir bestimmt noch was. Da ist der Rasierpinsel. Da ist das Gewicht. Ich glaube, das war's. Glocke, Servicekappe, Palette, Spielkarte. Immer noch nicht die Palette gefunden, ne? Warte, Servicekappe? Eine Servicekappe. Da ist die Palette. Sehr schön. Aber die schon mal gefunden. Und hier ist eine Servicekappe. Jetzt brauchen wir noch die doofe Glocke, die ich ständig nicht finde irgendwie. Die steht wahrscheinlich irgendwo wieder ganz doof rum. Es war so doof, dass es mir mal wieder nicht auffällt. Und die Spielkarte muss ich noch finden, aber irgendwie... Die müsste ja rein theoretisch versteckt sein. Aha. So. Okay, perfekt. Jetzt fehlt immer noch die Glocke. Das darf doch nicht wahr sein. Wieso fehlt immer die Glocke, verdammt? Okay, aber da drin war sie nicht, ne? Nee, ich sehe hier keine Glocke. Da sehe ich keine Glocke und hier auch nicht. Also in den Schränken ist sie definitiv nicht. Da muss sie hier irgendwo sein, aber da, ein Glöckchen. Es war so klar. So, ich habe ein Gewicht bekommen, das ist schön. Komm her, Vögelchen. Ah, perfekt. Ab ins Musikzimmer, oder wie?
Hallo. Hello, Kate. I'm so pleased to meet you. I've heard a lot about your exploits in the House of 1,000 Doors. I hope you will help me too. The workshop here where I restore paintings is behind this door. I was removing a layer of paint from an old canvas when flames burst out of the painting and consumed my workshop. Now I can't go in there. Maybe you could help me to find out what happened. In the meantime, I'll go find my bird. Habt ihr die Katze gesehen? Die ist zwischenzeitlich kurz verschwunden. Die Wahrsagerchroniken. Am Hofe von Kaiser Konstantin dem XI. Gab es eine Prophetin, die in der Lage war, sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft zu sehen. Sie war eine rechtschaffene Frau und der Kaiser holte oft ihren Rat ein. In der Tat hätte er nicht eine einzige wichtige Entscheidung ohne sie getroffen. Doch eines Tages war Konstantin unzufrieden mit ihrem Rat und ließ sie im Mai 1453 einsperren. Einige Wochen später griff Sultan Mehmet II. Die Stadt an und besiegte den Kaiser. In dem Chaos der Schlacht verschwand die Prophetin. Niemand weiß, ob Engel sie in den Himmel geführt oder Dämonen sie in die Hölle verschleppt haben. Aber die kennen wir doch. Das ist doch die Frau, der wir geholfen haben da. Da haben wir wieder ein schönes, wimmeliges Wimmelobjekt. Hier fehlen Klaviertasten. Und hier haben wir einen weiteren Schlüssel. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hier fehlen weiterhin Klaviertasten. Was ist hier? Dieser Hebel sollte irgendetwas anschalten, es tut sich aber nichts. Hm, was für ein seltsamer Mechanismus. Und was haben wir hier? Irgendetwas Furchterregendes muss in der Werkstatt passiert sein. Warum sollte sonst jemand die Tür vernageln? Gute Frage. Okay, gut. Dann gehen wir erstmal wieder runter in den Keller. Wieso ist die Frau eigentlich jetzt verschwunden? Die hat anscheinend die Katze mitgenommen. So. Kreuz hatten wir da. Noch ein Porträt und eine Brechstange. Damit können wir die Werkstatt öffnen. Ob ich das Gewicht mal auf die Waagschale stellen sollte? Ich glaube, ich mache das mal eben. Ich weiß zwar noch nicht warum, aber ich tue es trotzdem. Vielleicht muss ich sie ja auch einfach nur ins Gleichgewicht bringen, diese Schale. Was ich noch nicht kann mit nur einem Gewicht. So, okay, es fehlen immer noch ganz schön viele Porträts. Aber so viele Türen sind es gar nicht, dafür, dass es das Haus der 1000 Türen ist, ne? Muss ich ja mal sagen. So, perfekt, wir können rein. Hui. Eine Schachfigur. Amanda, ich glaube an deine schauspielerische Fähigkeiten. Bewirke ein Wunder, indem du ein Lächeln auf das Gesicht des Mädchens zauberst. Welches Mädchen? Was für ein hübsches Mädchen. Ich kann kaum glauben, dass dieses Bild verflucht sein soll und die Quelle des Feuers war. Es sieht wie ein Rezept für Farbe aus. Okay. Gelbe Steine. Gelbe Steine habe ich. Ein Ei habe ich auch. Ach so, ich brauche 200 Gramm gelbe Steine. Ah, wahrscheinlich muss ich die jetzt erstmal abwiegen. Und dann heißt es so, jo, okay. Wir haben voll 200 Gramm gelbe Steine. Moment mal. Also wenn sich so gar nichts bewegt, ne?
Perfekt. Yay, 200 Gramm gelbe Steine. So, hier können wir nochmal wimmeln. 200, mach mal die Kiste zu hier. 200 Gramm gelbe Steine. So, da haben wir den Schädel. Wir haben die Brille noch nicht gefunden. Doch, da. Eine Spielkarte oder mehrere sogar. Freiheitsstatue. Ein Fernglas. Ein Bügeleisen. Da. Eine Pfeife. Da. So, ein Reiter. Das kann ja nur der sein. Ein Löwe. Der steht da hinten rum. Ein Hufeisen mal wieder. Das steht hier rum. So, und der Rest ist, ja. Gestrickte Socken. Brauche ich wahrscheinlich Wolle, damit ich da Socken mitstricken kann. Da ist Wolle. Perfekt. So. Hier haben wir Seife, die Büroklammer, den Pinsel. Fehlt noch der Schuh. Da. Mensch, das war ja leicht. Und diesmal hat das auch wieder mit dem Rot und so geklappt. So, Pinsel haben wir jetzt auch. Dann können wir ja jetzt das Bild zu Ende malen. Ich sollte vielleicht erst noch hier gucken, ne? Hier muss ja noch was sein. Oder auch nicht. Aber vor allem hätte ich gedacht, dass hier so ein verstecktes Objekt noch ist. Hatte ich das hier jetzt überhaupt schon gefunden? Glaube nicht, aber da haben wir jetzt eins. Sehr schön. So, jetzt aber. Wir brauchen 200 Gramm. Das müssen wir klein matschen. Dann kommt da ein Ei dazu. So, das Pulver damit rein. Einmal alles verrühren oder auch nicht. Wasser noch mit rein, natürlich. Und jetzt alles verrühren. So, Farbe ist hergestellt. Pinsel mit gelber Farbe. Ach so, vielleicht soll ich jetzt auch die Tür hier anmalen. Aber warum gerade mit gelber Farbe? Wir hätten ja auch einfach die andere Farbe nehmen können. Oder nicht? Anscheinend nicht. Ich brauche einen speziellen Schlüssel, den habe ich noch nicht und ich habe auch noch kein Porträt gefunden. Aber vielleicht können wir wieder irgendwo wimmeln. Okay, wartet. Machen wir erstmal. Ich habe ein Auge. Stimmt ja. Ha. Hier. Du wartest doch die ganze Zeit auf dein Auge. Geheimversteck und da haben wir ein Porträt. Und das wird wahrscheinlich jetzt das wichtige Porträt sein, wodurch wir wieder einen Schlüssel bekommen. Tatsache. Sehr schön. Mensch, das läuft echt gut hier, ne? Also wir kommen echt gut voran immer. Aber so muss das auch sein. Nicht lange rumhängen, immer schön weiterkommen. So, was haben wir denn hier? Ah, wir können direkt wimmeln. Schön. Na toll. Erstmal alles kaputt machen. Ach je, die schöne Vase. Da fehlt ein Bild. Und hier können wir wimmeln. Mal wieder. So. Ich suche erstmal das, was schwarz ist auf jeden Fall. Weil das schwierig wird. Es ist ja jetzt eine ganz neue Wimmelszene. Muss erstmal gucken. Da könnte ich was öffnen anscheinend. Da kann ich was hochnehmen.
Glocke, zählt das als Glocke? Nein, das ist eine Klingel, natürlich. Ach Mensch, die Glocke, die wird mich wieder ärgern. So, was haben wir noch? Kompass, Pinsel. Ist das ein Pinsel? Ja. So, das ist der Kompass. Löffel. Ah, da war die Leiter. Brauchten wir eine Leiter? Anscheinend. Glocke. Warum ist das keine Glocke? Das ist doch... Komm, ist doch egal. Klingel oder Glocke. Da ist die Glocke. So, Ahornblatt. Habe ich nicht gerade irgendwo ein Blatt gesehen? Da kann ich eine Schere aufheben. Und ein Löffel. Da ist der Löffel. Da ist das Blatt. So, ein Kreisel. Den habe ich gesehen. Eine Gondel. Die habe ich auch gesehen. So, das war's schon. Jetzt müssen wir mal gucken. Brennende Kerze. Fangen wir damit mal an. So. Und irgendetwas muss ich ja anscheinend schneiden. Sonst könnte ich es nicht hochheben. Aber was? Irgendwas soll ich durchschneiden? Ah, das Geschenk öffnen. Sehr schön. Ja, da freut man sich, wenn man ein Rasiermesser geschenkt bekommt. Naja, gut. Ich würde mich wahrscheinlich nicht freuen. So, Nagel. Ah, den kann ich rausziehen. Perfekt. Wir haben eine Leiter bekommen. Die brauchen wir wahrscheinlich, um hier hochzukommen oder sowas. Ich weiß es nicht. Bin ich wirklich in Venedig? Ich habe schon immer davon geträumt, diese Stadt zu besuchen. Was für eine wunderschöne Blume. Sie würde in einem Bild ganz prächtig aussehen. Nehmen wir sie mal mit. Sehr gut. So. Ich kann hier immer noch was an dem Fenster machen. Oder das ist einfach nur, weil sie ja davon geträumt hat, da schon immer hinzugehen. Hallo. My poor daddy. He wanted to provide for us. So he agreed to do some work for a scary man. As my daddy started drying the canvas, flames burst out from the painting. The fire burned up everything. My daddy's workshop, my toys, everything. There was no way out. I was scared. And I started crying. At that moment, my face appeared on the canvas. Please help me, ma'am. I don't like being in this blackened house. And I want my daddy. Ach Gott, die Arme. Okay, ich werde ihr helfen. Ich weiß nur noch nicht wie. Aber das kriegen wir schon noch hin. So, wo ist das versteckte geheime Objekt? Da. Also, was haben wir denn hier? Ein Bild, welches wir wieder malen müssen. Aber es fehlen einige Objekte auf diesem Stillleben. Unter anderem ein Apfel. So. Eine schöne Blume. Okay. Ein Stück Käse fehlt nicht, aber da so ein Boot. Und die Sanduhr fehlt noch. Gut, was haben wir hier? Da fehlt ein rundes Objekt. Aha. Na gut, schauen wir mal weiter. Hier kann ich auch nichts mit anfangen, ne? Sind ja nur noch Scherben. Und wie komme ich da hoch? Ah, hier wahrscheinlich. Sehr schön. Da haben wir eine Sanduhr. Wie kann ich sie entfernen? Das ist eine gute Frage. Was haben wir hier? Eine Klaviertaste.
Sie brechen unsere Vereinbarung. Sie haben 2 Tage Zeit, das Bild bei mir abzuliefern. Wenn Sie es nicht in der vorgegebenen Zeit restaurieren, werde ich Sie nicht nur nicht bezahlen, sondern ich übergebe die Sache auch noch meinem Rechtsanwalt. Na, das ist ja nett. Oh, was haben wir denn hier? Viel Text. 22. Juni. Ich habe den ganzen Tag in der Galerie verbracht, aber leider nichts verkauft. Ich hatte keine einzigen ernstzunehmenden Kunden. Nur Schaulustige und Studenten ohne einen Cent in der Tasche. Noch ein paar solche Tage und wir müssen Bankrott anmelden. 23. Juni. Meine liebe Tochter hat mich gebeten, eine Schüssel mit Obst für sie zu malen. Juliette ist meine einzige Freude im Leben, aber sie versteht nicht, dass die Leute solche Gemälde nicht kaufen. Ich kann meiner Tochter aber nichts abschlagen. 24. Juni. Meine Hände zittern noch. Ein maskierter Fremder in einem schwarzen Anzug kam heute in die Galerie. Der Mann bestellte ein Gemälde von einem Mädchen, das weint, und gab mir die Leinwand dafür. Warum sollte er so ein trauriges Porträt wollen? Wer betrachtet gerne ein weinendes Kind? Ich denke, das geht mich nichts an. Ich bin nur froh, dass wir dann genug Geld für Essen und Miete haben. 30. Juni. Werde ich verrückt? Juliette weigert sich, für das Gemälde zu posieren. Und wenn ich ein fröhliches Gesicht auf der Leinwand gemalt habe, verschwand die Farbe wie von Geisterhand. Meine Tochter ist sehr glücklich und weint fast nie. Ich schätze, ich muss das Gemälde aus dem Gedächtnis zeichnen. Ich brauche einen Schlüssel. Ein Mühlenrad, sehr schön. So, meine Lieben, ich muss allerdings an dieser Stelle mal wieder einen Cut machen. Wir sehen uns dann bald in einem neuen Part wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!